wir grüßen euch. Hallo, hallo. Hallo. Wir werden heute grillen, denke ich. Und ich bereite alles vor. Denkst du? Ja, denke ich. Mama, das ist schon schaum. Ich werde Kartoffelsalat machen. Und jetzt werden wir ganz viel Gemüse schnibbeln. Für Sommerrollen. Aber ich mache die komplett vegetarisch. Den Reis von Sommerrollen. Hier ja. Sommerrollen. Ja, darauf habe ich nämlich richtig Hunger. Ich und das auch. Machen wir jetzt fertig. Und ich kämpfe uns meine Haare. Ja, und Hände waschen, ihr beiden, wenn ihr mir helfen wollt, ne? Okay. Okay. Und dann kannst du auf meinen Platz aufpassen, dass man nicht meine Schwester braucht. So. Okay. Ich kann da jetzt nichts machen, wenn ihr sagt, ihr müsst da miteinander vernünftig miteinander umgehen und kommunizieren. Was ist denn jetzt das Problem? Kein Stress, Elisa. Muss ich mir einen Zopf machen, Mama? Ja, du musst dir auch einen Zopf machen. So sind die Regeln beim Kochen. Mama. So, nimm zwei, ne? Und wie schmeckt das? Lecker. Oh. Du musst ja dir auch einen Teller nehmen, flaches Jörg. Ein flachen? Wasser kannst du von mir nehmen. Ja, mach ich von dir. Und dann? Guck mal, du nimmst das erstmal. Weiß das. Ich weiß nicht, ob die noch frisch sind, weil ich habe die eine offene Packung noch genommen. Aber zwei aufeinander, ne? Nee, überall, so übereinander gelappt, so, dass man genug lange Falten drehen kann. Papa, meine esse ich schon. Ja, super, ne? Dann könnt ihr von allem eins. Ich darf eine Sache, oder Mama? Du kannst, wie du möchtest, Elisa. Wir essen alle so, wie wir möchten. Ich mach mir jetzt auch eine, dann beiß ich da kurz rein. Ja. Lecker. Schmeckt dir das? Ja. Ich möchte am liebsten alle essen, Mama. Ja, dann kannst du dir machen und essen. Guck. Ich esse nur. Und drück die Seiten bitte zu. Und ich möchte, dass das auf dem Teller vernünftig ist. Nicht so, sondern echt wirklich schön. Mama, ey. Mama, wirklich schön. Mama, ich kann das nicht so gut, okay? Weil sonst kleben die alle und das können wir dann nicht essen. Guck. Ich brauche was anderes, wo ich die drauf tun kann. Das ist doof. Nimm doch den großen Teller. Welchen großen? Pizzateller. Au, au. Was hältst du dir von? Oder du nimmst die die hast du jetzt da genommen. Ja, ich brauch das da. Weil sonst kleben die und dann können wir die nicht essen. Mama, Kartoffeln sind Schaum. Lecker. Siehst du. Das ist doch mal was hier. Ja, das ist ja nicht schön. Lass mal deine Haare flechten, du Einhorn. So, wir sind fertig. Ja. Wir haben die Sommerrollen soweit fertig gemacht. Ich muss sagen, also die schmecken gut, ne? Haben die Kinder so frei Schnauze gemacht, wie sie möchten. Ich habe da aber keine Glasnudeln, ich habe da keinen Reis drin, nur Gemüse. Dann habe ich Kartoffelsalat gemacht. Der ist wirklich super gelungen, ganz schnell. Und dann habe ich noch hier Sesam und Sojasauce und Gewürze. Und Jörg grillt jetzt das Hähnchen. Das sind Hähnchen-Oberkeulen-Steaks heißen die. Hähnchen-Oberkeulen-Steaks. Ah, so sehen die aus. Guck dir das mal an. So lecker. Mein Mann grillt nur noch mit Grillmatten. Hier diese, das ist dieses schwarze, was ich bei uns im Aldi war im Angebot. Da habe ich dann zwei Stück geholt. Super. Da bleibt auch nichts mehr hängen, ne, Schatz? Da war meine Zwiebelaktion oder Kartoffelaktion, Einreiben von Alufolie. Hm. Junge, Junge, ihr seid wie Kleffen, ne? Ihr seid wie, guck mal, ihr sonst so. Sie ist ein Pferd, Schatz. Sie ist heute ein. Wie eine Furunkel am Arsch. Alter, zack, pum, wieder am Arsch hängen. Nicht mal zwei Sekunden kann man hier Mama und Papa nicht unterhalten. Macht ja nichts. Sag, dreh dich mal rum, zeig mal deine Haare. Ah, sie ist jetzt ein Pferd, Schatz. Oh, das hast du toll gemacht, toll große gesprungen. Schwester. Ja. Ich verrate das niemandem. Lässt du das bitte, Elisa? Das ist ein Pferd. Ja,
Nilem, bringst du mir einen Teller, dann tue ich Abi was beiseite. Na, dann kriegt er sein Essen schon mal weggestellt. Er arbeitet nämlich. Elisan? Ja, ja, kannst du Elisan auf den Teller tun. Elisan wartet auf ihr Fleisch. Das ist so lecker. Nilem, das, ja? Ja, wir essen es. Sehr lecker. Das Fleisch sieht richtig gut aus. Hast du gut gemacht. Stop. Ist egal. Kann mir jemand das schneiden? Nur so ein kleines dazu. Irgendwie. So. Okay. Dann nehme ich ihn Kartoffelsalat noch. Wenn er essen möchte, isst er. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Dann esse ich. So. Hey. Und vielleicht möchte er auch eine Sommerrolle essen. Tue ich hier zur Seite. Na? So. Das ist für Tyrese, den lassen wir da. Den rührt keiner an. So, okay. Dann essen wir. Guten Appetit. Bismillah, Rahman, Rahim. Brauchen wir jetzt wirklich tatsächlich diesen... Schatz, aber es gibt doch andere Einkaufswagen, oder? Echt? Ja, gut. Na. Nee, etwas zum Schwimmen. Sie müssen jetzt gucken nach ihrer Erde. Wie soll ich euch denn schieben? Hm? Wir warten mal kurz auf Papa. Nicht anfassen. Hier sind welche mit größeren Klappen. Unsere sind diese hier. Aber die würden auch wachsen. Hier. Doch, das sind die. Da sind die. Ja, die aber die werden dann so. Oder so. Doch, natürlich. Das ist eine neue Sorte. Die Nein, Schatz. Das ist gleich. Die sind auch sehr interessant. Diese sollen auch Wespen und Bienen anlocken. Aber das will ich ja gar nicht. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte nur die Mücken und so essen. Hm. Ja. Ja, dann müssen wir woanders gucken, Schatz. Ob die Erde haben. Ich hier durch Münzwaffe. Ja? Das sind ja schöne Kakteen. Kakteen? Was ist grün? Sitzt auf dem Klo? Guck mal. Kannst du aufs Klo stellen? Auf. Mhm. Sind das die Tischdecken hier? Oder was? Nee. Zeig mal. Wir haben die. Nee, kann ja nicht sein. Doch, das ist die, die wir haben. Die wir haben, aber du hast gesagt dünner. Das ist die dünne. Und die dicke? Oder ist das die dünne? Hier, die da ist die dünne. Das ist die, die wir haben. Ja. Und das ist die dünnere. Geht auch. Ja. Und die kostet nur die Hälfte. Okay. Ja? Für unsere Spezialisten hier. Das ist auch dick. 10 Euro pro Meter. Der Meter, ne? Weißt du, wie sie es anfühlt? Was wird das denn kosten? Wie viel brauchen wir denn? Ja, ich habe letztens, glaube ich, für unsere drei, ja, viermal, was habe ich denn? 3 Meter? 3 Meter Tisch, 3,50 mal gucken. Ich gucke ja sowas drauf. Ein Bild unten raus, das kannst du dann nehmen. Hm. Ist da schon ein Foto drin? Nicht. So. Elisa, noch nicht, tust du doch bitte wieder rein. Es gibt keine Pickelcreme oder so, ne? Das gucken wir jetzt heute nicht. Das möchte ich jetzt. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Hatte.
Das können wir gerne ohne deine Schwester machen. Wir gehen jetzt Brot holen, ne? Elisan, du weißt doch, wo das ist. Elisan, in die Richtung, andere Seite. Davon bin ich komisch. Aber du findest dich nicht aus. Und du bist wahrscheinlich auch noch 2-3 Jahre komisch. Nee. Nee. Morgen ist dein. Also, hast du nicht einen Termin heute? Zahnarzttermin? Nee, morgen, Donnerstag. Mach mich jetzt nicht bekloppt. Sicher? Ja. Ja, okay. Ja. Ich guck nachher zu Hause. Lieber an jetzt. Nee, jetzt ich guck gleich zu Hause. Okay. Mango Lassi. Und dann kannst du mal gucken, ob du Mango Lassi magst oder nicht magst. Ja? Was ist Mango Lassi? Das ist so ein Getränk. Ich will aber Milchshake. Milchshake kann man auch machen. Aber dafür brauchst du ja jetzt nicht so dramatisch weinen. Okay? Machen wir einen Milchshake? Einverstanden? 2. Also machen wir einen, den trinkst du. Ja? Okay? Willst du euch denn noch ein Brot machen? Ein kleines? Mit deiner Lieblingskinderwurst? Dann kannst du dich da hinsetzen? Nein, auf die Couch. Okay? Auf die Couch. Aber soll ich dir dann auch ein Brot machen? Ja? Mit okay, Chuck. Chuck, okay. Dann lass uns erstmal mal machen. Vertragen? Ja, siehst du. Dann geht doch. Hä? Mama, weißt du was? Ich hatte so ein Smiley in der Hand. Der kann so gucken. So was, hier hängt der dann und eigentlich wollte ich ihn hier hinhängen, aber ich habe den vergessen. Ja, mach nichts, bringst du nächstes Mal mit. So, du gehst aber jetzt erstmal Hände waschen und ich wasche mir auch die Hände, weil wir sind von draußen gekommen. Und weißt du, was wir vergessen haben? Ich will das abmachen. Und weißt du, was wir vergessen haben draußen? Für dich Seife zu kaufen. Mann, müssen wir morgen machen. Dummes hier. Bringst du das? So, ich lasse das hier, du gehst jetzt erstmal Hände waschen, ich wasche meine Hände hier und du gehst im Bad waschen. Ich mach dir. Der wird bestimmt lecker. So. Bestimmt sagen sie jetzt nicht so, aber der wird lecker. Der wird lecker. Ja, super lecker. Darf ich das bei dir reinfinden? Moment. Das ist aber kalt. Oh, kalt, kalt, kalt. Oh, nur hier ist ein bisschen Wasser geworden. Ich mach das dann mit dir. Ist das okay? Warte. Oh, nee. Ja, dann. Tu mal einen Löffel rein. Ein nur? Ja. Halt fest.
war wenig. So, das reicht. Das reicht. Löffel raus. Wollen wir hier? Ja. Geh mal weg. Das tue ich aber jetzt mit Mama, okay? Ich hab dich auch lieb. Schmeckt es dir? Mama, ja. Hör zu mir. Okay, Ben, der gesamte Jump sind wir um euch. War ein Stück mal. Ja? Bei Jester. Hey. Ja, der Chat. Hier sind die Kanten nach innen geklebt. Weil meist reißen die hier ein. Elisand spielt auch immer. Ich glaube aber trotzdem, das wird trotzdem reißen, Schatz. Ja, ja. Man müsste die Ecken so einknicken. So, so müsstest du die vielleicht machen, dass sie vielleicht länger halten. Aber lass erstmal, ist egal. Sieht genauso aus wie vorher, nur etwas dünner, aber das reicht auch aus. Ja, Hauptsache. Ist einmal so günstig, ne? Ja. Sonst haben wir für die andere, haben wir, glaube ich, 28 oder 32. Echt? So viel Unterschied? Bezahlen. Ja, sicher. 7 Euro ja. Und 4 Euro. Ja. Kannst du ja rechnen. Ja. Dreimal mehr. Fast. Ja, haben wir, glaube ich, jetzt 12 bezahlt. Ja. Oder? Aber ja, ja. Nee, okay, wir müssen den. Es gibt auch Platten, aber ich möchte die Platten noch nicht, wenn die jüngste. Platten, ja. Es gibt so ja durchsichtige Platten darauf. Kannst du ja machen. Verstehe ich nicht, Platten. Platten. So. Ach, du willst so eine Kunststoffplatte hier ja. Drauf machen? Ich weiß nicht, ob das, weil die Ecken abgerundet sind. Nee, erstmal nicht. Erst wenn das letzte Kind auch alt genug ist, vernünftig am Tisch zu essen. Das dauert noch. Ja, ja, deswegen ja, jetzt bleibt das. Weil der Tisch 23. ist einfach so massiv und so schön, ist mir einfach zu schade, sehr schön. Dass wir den hier... Der ist auch sehr schwer. Der ist auch schwer, genau. Aber also der ist sehr, sehr schön. Leute. Der kam auch von da. Man musste durch den Garten hier über rein. Die Terrasse, ja. Über die Terrasse, genau. Den kann man nicht teilen, den muss man im Ganzen tragen. Das ist eine Maßanfertigung. Ne? Es sieht vielleicht so jetzt nach nichts aus, aber es ist wirklich eine Maßanfertigung, die kann man nicht auseinanderbauen. Der ist so, so schwer. Ne? Und ja. Super, super. Und super. Also wir haben es noch nie bereut, ne? Nee. Gar nicht. Der wird auch, glaube ich, ewig bleiben. Ja. Wenn ich mal eine ganz große Küche habe, kommt dieser Tisch in die Küche. Eine ganz große Küche. Das ist toll, also dann ganz toll. Dann die Wand aufreißen. Ja, die Wand will ich nicht aufreißen. Mein Ziel ist mal ein anderes Haus. Ein anderes Haus, Schatz. Ich möchte keine offene Küche. Ich möchte keine offene Küche. Ein anderes Haus. Ne? Naja, Zukunftsmusik. Die liebe Nilane hat ihre Schwester geduscht. Guckt euch mal die tolle Frisur an mit den zwei Dutz und die Farbkombination blaue Leggings mit türkisem T-Shirt. Sieht das nicht toll aus? Und pink. Und einen pinken Flamingo. Das ist ihr Lieblingstier zurzeit. Und ich habe jetzt ein Brot gemacht mit Kinderwurst. Das wird sie jetzt essen.
Und wir gucken dann jetzt ein bisschen noch Abendprogramm. Und ja, Nilane leistet uns Gesellschaft. Und später wird sie noch ein bisschen zocken. Auf jeden Fall. Willst du deine Handyhülle? Ja. Wir waren ja bei DM und Nilane hat sich Fotos entwickeln lassen. Kleine Fotos, so Mini-Fotos. Kleine Mini-Fotos. Und das hat sie jetzt in ihre Handyhülle getan. Ja, weil das ist gerade zur Zeit im Trend. Das soll jetzt so voll im Trend sein. Guckt euch das mal an, wie toll. Verschiedene Fotos, Momente. Ne? Das hier ganz bin ich, toll. Als ich klein war. Ja, ganz toll. Ja. Ja, ihr Bruder, Elisan. So, naja, wir sagen dann was? Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, abonniert Mamas Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt etwas in die Kommentare. Mama liest sich jeden einzelnen Kommentar in Ruhe durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.